Schulfüller, ein weites Feld, wie wir sehen können. Wir werden sie alle mal einer genaueren Betrachtung unterziehen, und zwar hier den Pelikan Griffix, den Pelikan Twist, den Pelikan Pelicano, den Pelikan Happy Pen, den Parker Vector, zwei Füller hier von Herlitz, dann den Nex von Lamy, dann kommen hier 1, 2, 3, 4, 5 Füller von Mapede, dann kommen 2 Füller von Online, der Schulfüller von Faber-Castell, der Schulfüller von Big, 2 Füller von Schneider, dann kommt hier der Schulfüller aus den 50er Jahren von Pelikan, dann kommt der Monte Rosa Schulfüller, hergestellt von Montblanc, das preisgünstigste Modell von Montblanc aus den 50er Jahren, und hier der Vorläufer von allen, die Brause Pfannenfeder mit dem Federhalter, die musste damals noch in die Tinte eingetaucht werden. Also ein kleiner Überblick über die gängigen Schulfüller. Okay, das ist erstmal die Einleitung, Fortsetzung folgt.